Hallo ihr farbenfrohen Menschen da draußen, willkommen zurück zu Far Cry New Dawn. Es geht weiter in Prosperity. Wir haben hier noch ein paar Missionen und zwar Prosperity ausbauen. Dafür brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Spezialisten. Schauen wir mal, wir reden mal mit Rush. Wohlbehalten zurück. Gut, dass du zurück bist, Captain. Du hast Joseph Seed auf unsere Seite geholt. Ich hoffe, du hast keinen zu hohen Preis dafür bezahlt. Irgendwas ist anders. Du hast dich verändert. Aber jetzt, da New Eden die Highwaymen angreift, müssen die Zwillinge einen Krieg an zwei Fronten führen. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Wir haben gute Arbeit geleistet in Prosperity, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Spezialisten und Ethanol für unsere Anlagen. Sie sind der Schlüssel, um Prosperity wieder aufzubauen. Wenn erst alles auf Hochtouren läuft, können wir es mit Mickey und Lou aufnehmen. Und während du dich um die Anlagen kümmerst, leiste ich etwas Aufklärungsarbeit. Mal sehen, ob wir uns nicht tiefer in ihr Gebiet vorwagen können. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Mickey und Maus oder Mickey und Rogue. Nagelschere, sagt sie. Okay, wir haben 367 Ethanol. Wir können zum Beispiel jetzt... Nee, können wir nicht. Können wir. Wir können das Trainingslager verbessern. Verbessert die Gesundheit und den Schaden der Hilfe auf Abruf. Oder wir können hier Brandmunition bauen. Na klar, machen wir Brandmunition. Ja, geil. Bisschen unspektakulär. Oh. Doch nicht. Ha. Schau wieder diese Noobs. Diese Noobs an der Chemie. Mach das doch nicht. Beweg deinen Arsch hier rüber. Ich brauch deine Hilfe. Gleich. Es fehlt nur ein Spezialist und das wäre eigentlich nur noch Nick, oder? So, warte mal. Ich hol mir jetzt erstmal Munition. Munition nachfüllen ist... Spezialmunition ist voll. Ist voll. Ich habe doch noch Pfeil und Bogen. Da habe ich doch meine Flammenpfeile. Oh, die habe ich jetzt. Alles klar. Oh, wie wunderschön sie singt. 9 Munition habe ich dafür. Oh, hier habe ich jetzt auch für die Sniper-Brandmunition. Können wir uns auf den Wiederaufbau konzentrieren? Hey. Hey. Oh, hey. Wir konnten die Highwaymen zwar vertreiben, aber ich weiß nicht, ob die das überhaupt juckt. Es gibt so unglaublich viele von denen. Wir müssen zahlenmäßig zu denen aufschließen, sonst können wir hier niemanden beschützen. Ich finde ihre Stimme so toll, habe ich das schon gesagt? Ja, sage ich jedes Mal, aber ist gut. Wer furzt? Ich bin Shaki, der Cousin deines Nummer 1 Anhängers Hulk. Bitte schick Hilfe. Ich bin in so einer richtigen Gute-Nachricht-Schlechte-Nachricht-Situation. Die gute Nachricht? Ich habe Gina gefunden. Lays leibliche Mutter, Hulks große Liebe. Ah. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Und der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Na toll. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgewitzelt werden. Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht denen. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, sind halt was Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend da rauskommt, weil sie Blades leibliche Mutter ist und keiner unserer Familie abmetzeln darf, okay? Okay, sehe ich ein. Außerdem weiß ich nicht, ob du Hulk schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß. Wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Boah. Klar. Ich bin so stolz auf diesen Funkturm. Welche Scharfschützen? Ich habe schon Scharfschützengewehr. Ah, okay. Die Mutter aller Probleme. Begibt sich zur Derby-Arena. Können wir machen. 3000 Meter. Der atmet immer nur so creepy. Hör mal auf so zu atmen, Mann. Du bist unheimlich. So, ich muss mal langsam ein bisschen Ethanol ranschaffen. Das mache ich aber dann off-cam, Leute. Das ist langweilig, die immer wieder aufzugeben, die Stützpunkte wieder einzunehmen. Und der eine, der war auch ziemlich schwer. Das ist, glaube ich, uninteressant. Das ist immer so ein bisschen stupides Wiederholen. So. Lass dich von Eden nicht übers Ohr hauen, Captain. Ja, ist gut. So. Dann machen wir das. Atme nicht so. Du bist creepy. Extrem gruselig. Scharfschützengewehr. 25 Schuss. Naja. Also heißt das, ich soll die anderen Gefangenen wegballern oder was? Soll ich nicht lieber die Leute wegballern, die das Rennen veranstalten? Meinst du nicht, das wäre ein bisschen sinnvoller? Sharky? Weil ich meine, das sind ja auch Leute von euch, so gesehen. Das sind ja gute Menschen. Und die wollen auch nur ihre Freiheit.
Oh gut, was sag ich denn? Was weiß denn ich? Ah! Oh, das fliegende Eichhörnchen! Gleich. Ihr kennt die Regel. Der Gewinner kommt frei, alle anderen sterben. Und es gewinnt nie jemand. 3, 2, 1. Oh, Kinder, machen wir langsam jetzt. Wie weit geht das denn? Ach shit. Wie soll ich das treffen? Ah! Ich hole ich mir! Sehr schön. Mach doch. Ich seh dich, Arschloch! Okay, ihr habt's nicht so gewollt. Ihr habt's nicht anders gewollt, meine ich. Oh, sie ist hinter der Absperrung. Ach, verdammt. Lass sie kurz runterfliegen. Hey, Gina. Gina. Was stehen jetzt? Haut sie ab. Ja, das ist gut. Oh, sie sieht aber ganz schön böse aus. Aha, guck mal, wer da hochklettert. Was war das? Gar nichts, alles gut. Bleib stehen jetzt! Gina? Gina? Bleib stehen jetzt! Ich will meine Karre reparieren. Willst du mich verarschen? Gina? Kannst du jetzt mal aussteigen, bitte? Danke. Du bist die Scharfschützin, was? Ich hatte alles unter Kontrolle. Das wäre nicht nötig gewesen. Okay. Pass auf, ich weiß, dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen. Aber danke. Vermutlich hast du mein Leben gerettet oder so. Ich hab's nicht so mit Entschuldigung. Bin dir nicht böse. Ich wollte nur ein paar Fressen meinen Siegerstempel aufdrücken. Ich mach die Scheiße mit den Zwillingen jetzt schon ein paar Jahre mit. Ich hab meinen Mund gehalten. Hab getan, was ich sollte. Alles, was ich wollte, war, dass die Kackbratzen mein Baby in Ruhe lassen. Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem scheiß Todesrennen draufgehen lassen. Solange es die Zwillinge gibt, wird mein Kind nicht sicher sein. Die Highwaymen werden für alles büßen, was sie mir angetan haben. Du bist okay. Gib einfach Bescheid, wenn du mal Hilfe brauchst. Echt jetzt? Wir können Herc und seine Frau rekrutieren. Als Hilfe. Der ist ja verrückt. Ah, oh, komm mal, Herc. Wir holen uns jetzt nämlich erstmal hier. Den Trailer, die Trailerstadt. Ja. Und dann holen wir uns Herc als nächstes. Und da haben wir bald alle Stützpunkte. Dann kann das große Farming losgehen. Dann hole ich mir nämlich das ganze Ethanol. Anders funktioniert es leider nicht. Außer ich hole mir die ganze Zeit die Trucks. Aber das ist ja sehr unnötig. Wenn man es hier auf diese Weise schafft. Alles klar. Ich hoffe, du bist fit. Judge.
Kommst du mit? Das Wasser ist so schön. Möchte man direkt leer saufen, diese Schwefelgrube da? Nee, nicht wirklich. Oh. Oh! Vorratslieferung, wo denn? Wo denn? Da. Wirf ab das Teil. Warum werft ihr es eigentlich immer genau bei uns ab? Lustig, ne? Immer genau bei uns wird's abgeworfen. So die Richtung. Jetzt Schweine! Mutierte Elite-Eber. Ihr Penner. Meins. Meins, meins, meins. Gut. Oh, 40 Ethanol. Das lohnt sich ja doch. Da muss man eigentlich immer nur die ganzen Vorratskisten sammeln. Hier ist noch eine Aufgabe. 400 Meter, 500 Meter. Boah, das ist so unheimlich. Ich denke immer, da ist so ein Psychokiller neben mir. Ist das wahrscheinlich auch. Michael Myers, der sagt ja auch nichts, der atmet nur. Na, schlimmste Sorte. Atmet dem Psychokiller. Oh, da vorne ist noch ein Schatz. Mhm. Für die Vorratspunkte wäre es halt ganz nett. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Ich könnte mir wieder dann... Oh, 18 Punkte! Erhöht die Regenerationsrate von Edens Geschenk. Takedowns, aha, aha. Ich würde aber lieber diesen hier, Prosperity Stufe 3, na gut. Jezorn und ja, drücke, halte C gedrückt, um vorübergehend schwerer von Menschen auffindbar zu sein. Wo braucht Edens Geschenk? Ja, Geist wäre ganz cool, ne? Wow. Aha. Halte Steuerung gedrückt, um Alarmanlagen und festmontierte Waffen explodieren zu lassen. So, so. Hm. Alles klar. Alarmanlagen explodieren lassen, hört sich lustig an. Was ist hier los? Stützpunkt und die sind schon am Kämpfen, bevor ich da bin? Was soll denn das? Ja, frech. Hilfe ist auf dem Weg! Das gibt's doch gar nicht. Weil ich da nicht rechtzeitig hinkam. Hundchen! Sorry, Hundchen. Hat die Bombe umgeschnallt. Was ist fies? Hundi. Ah. Ja, ich kann es mittlerweile ein bisschen mit dem Bogen. Bum, 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 bum. Die stylischste Befreierin ever.
Würde ich jetzt mal so ganz schlapp behaupten, ne? Einfach so, zacki, zack. So. Hier war noch ein Funkgerät. Ach, hier. So ein MP3-Player. Oder so ein Audio-Diktiergerät, nennt man die. Michi und ich wollten euch nur dran erinnern. Weil wir von Pops übernommen haben, läuft es besser denn je. Gott weiß, wie sehr wir diesen Mann geliebt haben. Aber wir hätten nicht halb so viel wie jetzt, wenn der noch atmen würde. Ja. Die kleinen Kackbratzen. Ich glaube nicht, dass euer Daddy das so gewollt hätte. Oder vielleicht doch. Dann ist es ganz gut, dass er draufgegangen ist. Und ihr auch bald. Gut, dass wir unseren Wohnraum zurückhaben. Das ist so gut, ja, das ist gut. Oh ja, ist gut. So, wie geht's denn weiter zu Herc? Herky Boy. Hallo. Ich hab das Schleichen gar nicht benutzt, hat wahrscheinlich eh nichts mehr gebracht. Die hat mich viel zu früh entdeckt. Way. Hey Herc! Oh! Feuerwalze! Na, Herc? Hallo. Oh, wir sind alt geworden. Ich meine, du kommst mir so bekannt vor. Als hätten wir das hier schon tausendmal in einer endlosen Endlosschleife erlebt, der keiner von uns hier entkommt. Wie auch immer, ich bin Herc und bin froh, dass du da bist. Kenn dich, Herc. Ich brauche eine Fahrerin. Eine Fahrerin, die Kühnheit besitzt, ungebremst auszurasten. Wie ich in jungen Jahren. Nun, zweifellos hast du vielleicht schon viel von mir gehört, von meinen zahlreichen Wundertaten. Du warst schon im Schlafzimmer, aber nicht nur da. Tja, wow. All diese Geschichten sind wahr. Auch die, in der ich ein ganzes Land mit einer Affenbande befreit habe, der ich vorher den Umgang mit fast legalen Waffen beigebracht habe. Oder dass du auf dem Mars warst. Ruhm und Reichtum mit all seinen Tücken den Rücken gekehrt, um sesshaft zu werden. Ich habe ein Geschäft gegründet. Mit meinem Cousin. Wir machen Partyschnaps. Und dann habe ich noch die Frau meiner Träume getroffen und mit ihr ein Baby gemacht. Es war ein gutes Leben. Ein friedliches Leben, aber dann... Dann kamen die Highwaymen und nahmen es mir weg. Sie nahmen mir die Brennerei ab. Und meine Karre. Und meine Frau. Und dann wollten sie auch noch mein Baby. Jetzt ist es was Persönliches. Und ich werde sie fertig machen. Wie John Wick. Und ich hole mir alles zurück. Und zwar zuallererst meine Karre. Wow. Aber dabei brauche ich dich als Prioritäten. Als furchtlose Begleiterin, die todesmutig Leib und Leben riskiert, während ich wie ein Irrer alles abschieße, was uns in die Quere kommt. Wie Captain Porno, der Superheld. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Tut mir leid. Irgendwie ist da die Fantasie mit mir durchgegangen. Es klang irgendwie cool. Belassen wir es dabei. Okay. Captain Porno, ja. Begleitest du mich auf diesem steinigen Weg der Rache? Wenn ja, werden der Affengott und ich dich reicher belohnen, als du es dir je hast träumen lassen. Partyschnaps, VHS-Kassetten mit Pornos, coole Waffen. Was, eine Frau? Aber scheiß erstmal auf die Frau, holen wir das Auto, komm. Tage des Donnerwetters, ich wollte schon sagen. Ich verspreche dir, du wirst meine Karre lieben. Tage des Donners ist was anderes. Wirklich jetzt, ohne Scheiß, das ist der schnellste Wagen im Westen. Nicht mal die Highwayman kann damit halten. Ich meine, einmal hat mich David Hasselhoff angerufen und meinte so... Jo, sag's nicht weiter, aber Kit ist eine Nervensäge. Ich hätte viel lieber deine Karre. Ich habe ihm gesagt, er kann auch ruhig mal zu Fuß gehen. Deswegen haben sie ihn ja überhaupt geklaut. Die waren einfach neidisch auf mein Tempo. Und wie sexy ich aussehe, wenn ich drin sitze. Die sind ja so erbärmlich. Oh mein aber Gott. Ich lache Hulk. Zuletzt. Ich habe eine Falle eingebaut und die würden darin sowieso nicht so gut aussehen wie ich, weil ich diese innere Selbstsicherheit habe, die nach außen strahlt. Und Selbstbewusstsein das Wichtigste überhaupt ist. Deshalb haben sie mich hergebracht, um die Falle zu entschärfen. Aber naja, weißt du, ich war schneller. Warte. Lass mich lieber die Sprengfalle abschalten, bevor du einsteigst. Nein. Glaub ich, was deine Frau in ihm sieht, ehrlich gesagt. Ah ja. Moment, was? Ach egal, keine Sorge, wird schon, alles ist gut, das wird schon. Bist du bereit, so schnell zu fahren, dass dich deine Schamhaare am Arsch kitzeln? Alter! Ein Ständer auf Rädern. Du bist so ein Vogel, ne? Oh shit! Das da ist die Sprengfalle. Hab sie wohl doch irgendwie nicht ganz entschärft. Oh. Okay, kein Ding, solange wir nicht länger als ein paar Sekunden stehen bleiben, dürfte eigentlich nichts passieren. What? Die Straßensperre einfach weg. Oder du fährst einfach durch und versaust mir den Lack. Fahr einfach immer. Bescheuert? Oh Gott. Aber ich kann das cool.
eng. Alles wegballern. Oh mein Gott. Wir werfen mit Fässern, die wütende Gorillas, Mann. Und die machen das wirklich. Das ist nicht nur so ein Videospiel-Ding. Boah. Affen werfen mit Fässern, wenn sie wütend sind. Meistens auf Italiener. Aber wieder Richtung Tunnel. Auf der anderen Seite sollten wir sicher sein. Oh Gott, ich sehe nichts. Da kommen noch mehr von den Arschgeigen. Oh nein. Komm, kill. Muss aber schnell fahren. Gute Idee. Pass auf den Truck auf. Oh, die ganzen Bullen. Die brennen. Was zum Geier? Was zum Geier? Ich kann jetzt nicht besonders schnell, aber. Komm schon, drück voll durch! Ich will das Kätzchen schnurren hören! Mach den Leifuß! Ich muss mich wohl entschuldigen, weil ich vielleicht irgendwie ein bisschen übertrieben habe, was ich sagen angeht. Wenn Sie mir meint, dass ich Probleme habe und dass ich manchmal ein bisschen zu viel verspreche. Boah. Ich hab dir Höchsttempo versprochen und stattdessen hast du. Oh! Hast du das hier? Ich ist schwör das dir, sauber? Dieses Auto ist rasend schnell, wenn alles in Ordnung ist. Nur mit dem Baby und allem hatte ich einfach keine Zeit. Aber die Karre ist schon ziemlich cool, oder? Ja, doch. Ich wollte nicht über die Rampe. Nein, nein. Das ist gefährlich. Oh, shit. Die ist voll langsam, diese Karre. Ja, kannst du mal bitte den Helikopter? Das ist okay. Er ist hinter uns. Hört sich nicht gut an. Das Auto, oh, das Auto ist ziemlich kaputt. Ah, jetzt repariert's. Weißt du was, Keule? Scheiß auf den Wagen und all die Erinnerungen, die da dran hängen. Der ist zu lärm. Lass uns einfach rausspringen, wegrennen und zusehen, wie er hochgeht. Sicher? Ja, kommst du? Upsi. Bist du bescheuert? Ach, Hörg. Das schöne Auto. Uah. Feuer, Feuer, Feuer. Oh Mann, das war auch ein geil, Alter. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Oh ja, oh Mann! Ich weiß, das war nur Schrittgeschwindigkeit, aber mein Herz pocht und mein Schwengel ist steinhart. Das war... Boah. Das war heftig! Mann, das war Explosionen und Schüsse und scheiß Bisons. Und wenn wir angehalten hätten, wären wir draufgegangen. Wie in diesem Film Speed, nur in Ultra-Zeitlupe. Mann, scheiße. Scheiße, Mann. Und weißt du, ich wollte dir das Auto als Belohnung geben. Aber keine Angst, ich baue dir ein neues und verspreche dir, dass es schneller fährt als das hier, okay? Cool. Weißt du, ich glaube, wir waren ein affenstarkes Team, ja. Und ich spüre irgendwie, dass du das auch so siehst. Also, wenn du willst, können wir diesen Weg der Rache weiter zusammengehen. Noch ein paar Köpfe knallen lassen. Ruf mich einfach an, ich habe eigentlich immer Zeit. Glaube ich. Das glaube ich. Jo, das war's. Tage des Donners. Oder Donnerwetters. Coole Sache. Und wir haben noch gleichzeitig ein Auto geschenkt bekommen. So, aber wie sieht's jetzt aus mit Nick? Wir können Nick immer noch nicht als Spezialisten anheuern. Dann machen wir Irvin Smalls weiter. Irvin Smalls, die nächste Story-Mission. Und bald haben wir dann Prosperity hoffentlich auf Stufe 3 und können anfangen, alles an uns zu reißen, was den Highwaymen gehört und uns wieder in die eigenen Hände zurückzubringen. Finde ich auch ganz schön frech, sowas. Die haben uns einfach alles, also die haben den Leuten ja alles geklaut. Oh, ah, das tat weh. Ich wollte meinen coolen Doppelsprung mal einsetzen. Bin viel schneller so, guck mal, ui. Na, geht so, ne?
Der Bogen ist schon geil, der macht so viel Schaden. Hat er gar nicht. Oh, hat ein bisschen was dabei gehabt. Ja, ja. Das ist doch krass hier. Ich finde, ich könnte noch so ein bisschen schweben oder ein bisschen. Ja, weiß nicht, mit so einem. Mit so einem Paraglider einfach so ganz schnell. Ich meine, der Wingsuit ist super, aber das braucht immer so ein bisschen, bis er sich auffaltet. Hey, Arvin. Was, dein Kabel so dick wie Texas? Das sehe ich gleich. Was? Schätze, wir haben da ein paar Zwillinge gemeinsam, oder? Die haben sich mit mir zusammengetan, weißt du? Ich bin quasi ihre rechte Hand, sozusagen. Wir haben da so ein Ding am Laufen, weißt du? Wir schulden uns immer wieder gegenseitig was. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Sache ist die, dieses Mal schulde ich ihnen was. Oh oh, und ich bin in einer finanziellen Notlage. Ich brauche nur ein sicheres Ding und zack, hey, Problem gelöst. Hier die Kurzfassung. In dieser Arena gibt es ein paar Kämpfer und ich brauche jemanden, der die locker in die Tasche steckt. Aber zuerst muss ich wissen, was du drauf hast, dass du ordentlich austeilen kannst, verstehst du? Also, hau auf die Maschine, um deine Kräfte zu messen. Ich hab sie schon mal kaputt gekriegt. Mal gucken, ob du wenigstens halb so stark bist. Kabel so dick wie Texas. Er weiß schon, dass wir hier eine Frau sind, ne? Ach, hier. Das ist Entertainment. Soll ich? Oh mein Gott. Die geht doch mal schlagen. Warum kann ich nicht... Warum? Hör auf zu atmen, Judge. Scheiße, ja, was für ein Hammer. Mit dir sollte ich mich nicht anlegen, was? Die Muskelkraft wirst du noch brauchen. Leg die Waffen weg. Da, wo wir hingehen, kannst du sie nicht benutzen. Und, folge mir. Die kann ich nicht benutzen, meine Waffen. Ist nicht weit. Ich will meine Waffen benutzen. Ich war selbst mal Kämpfer. Und ich war gar nicht so schlecht. Ich habe eine kleine Siegesserie. Warte mal, ich glaube, da muss ich mal... Nahkampf, oder? Und habe 17 ist. Kerle nacheinander ausgenockt. 17 nacheinander. Ich musste aufhören. Ich war zu tödlich. Den letzten habe ich so hart geboxt, der hat sein Gehirn rausgefurzt. Ernsthaft, Mann. Gehirn raus. Also, da habe ich den Tank runtergeschaltet. Ich habe nur gedacht, ich habe eine Gabe, aber ich kann sie nicht kontrollieren. Was für Sprüche. Okay, da wären wir. Geh da rein. Meine Partnerin wird dich vorbereiten. Sei höflich. Guck ihr nicht in die Augen. Wenn du fertig bist, mache ich dir die Tür auf und treffe dich beim Waffenversteck. Schnapp sie dir, Toga. Tiger. Alles klar. Warum mache ich das eigentlich? Du. Ja, ich bin wegen dir hier. Was? Die Kleine? Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Irwin schickt dich. Hm? Komm mit. Die erste Regel der Kampfprobe ist, du musst allen Bescheid sagen. Das ist alles sehr schwer im Rampenlicht. Ich liebe das Geräusch, wenn die Zähne splittern. Ich gehe immer. Was sind Highwaymen? Warum arbeiten wir nicht mit dem Typ zusammen, obwohl er mit den Highwaymen zusammenarbeitet? Die Latte ist schmächtig. Schmächtig, ja, ja. Ach, du brauchst noch einen Kampfnamen, bevor du da reingehst, damit wir gegen dich setzen können. Das ist Lollipop. Eindeutig Lollipop. Ich meine, guck dir mal diese Fresse an. Wow. Okay, du zwei. Also Lollipop. Geh in den Ring, Lollipop. Yeah. Lollipop Chainsaw, wenn überhaupt, ja. Hier kommt Little Fuckers, neuestes Menschenopfer. Little Fuckers? Lollipop. Little Fucker? Was ist los mit dir? Lollipop. Ihr seid so kacke, ne? Ihr seid so scheiße. Little Fucker. Lollipop! Lollipop! Lollipop!
Du wirst da drin sterben! Hört auf! Lollipop wird den Boden mit ihnen auffischen. Du kannst dich auf was gefasst machen da drin! Ja, ja. Das werden wir noch sehen. Ihr Süßchen. Guck mal, die Hund hier, die haben Schädel aufgemalt. Wie niedlich. Warum gibt's mir? Dreckigen Kackbratzen. Herzlich willkommen in der besten Kampfgrube auf dieser Seite der Strahlungswolken. Hallo, ich bin Lollipop. Ich singe heute für euch. Begrüßt unseren Neuzugang, Lollipop. Hoffentlich hält sie länger durch als der Letzte. Länger als der letzte Lollipop, meinst du? Oh oh. Oh mein Gott, ich zieh dem gar nichts ab. Hör mal, au! Das geht so das Fleisch und meine Spitze auf dem Gerät. Deswegen gibt es der Kohle in alles. Mach ich alle fertig! Unterhalte ich euch nicht! Das ist scheiße im Essen zu finden, das ist klar. Aber was wird die nächste Runde wohl bringen? Oh, was? Voll erwischt. Ja, jubelt für mich. Was für Nassbomben? Was wird hier? Das ist Schweinchen. Na, das war meine Runde. Ich dachte schon, gleich ist es aus. Jetzt wird sie gleich lecker was gegrillt. Ach, das sind die Bomben. Aha. Abgeprallt oder was? Au!
Yeah! Geht der Spaß hier noch? Augen nach oben, Kackbratzen! Unser beschissener, amtierender Chef, den kommt gleich per Seilrutsche hier reingerauscht! Na komm schon! Penner. Was für eine Show. Ich hab Bock auf dich, hau ab! Aha! Gleich Start jetzt! Ohne Schild! Soll ich knien, bitte? Okay, ich habe sie alle getötet. Da. Was für eine scheiß Aktion war das bitte? Hör mal, der Waffen wieder. Und die haben noch Kinder auf ihrer Seite. Little fucker. Der kleine Scheißer. Was für ein Schwachsinn. Was für eine Schwachsinnsaktion vor allem. Ja gut, dass ich das noch geskillt habe hier mit Nahkampf. Da zählt, glaube ich, auch Waffenwerfen dazu natürlich, oder? Oder ist das ein anderer Skill? Naja, sonst hätte ich da ewig gebraucht wahrscheinlich und hätte es nicht geschafft sogar. Oh oh. Ich will meine Waffen wieder haben, Kerl. Ja. Hier drüben. Du hältst sie verschlafen. Du meinst, du gehst ab wie Dünnschiss? Ja. Denn genau so bist du abgegangen. Wie Flitzekacke. Unaufhaltsam. Ich glaube, mit dir könnte ich zusammenscheißen. Arbeiten. Zusammenarbeiten. Was wir zusammen alles reißen könnten. Große Dinge. Ganz groß. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was genau, aber mir fällt schon was ein. Verlass dich drauf. Ich habe die besten Ideen. Irgendwann.
Ja. Ich muss mal meine Denkermütze aufsetzen und brauche ein bisschen Freiraum, um mir was einfallen zu lassen. Mach dich mal rar, ich kann nicht denken, wenn du mir über die Schulter atmest. Ich melde mich. Kenn ich. Tschüss. Alles klar, Leute. Das war's dann erstmal für den Part. Ich danke euch immer sehr fürs Zusehen. Wir holen uns noch ein bisschen MP-Munition. Wäre cool, wenn ihr mir ein Like da lasst und vielleicht was Nettes schreibt. Und dann schon bald wieder zu Far Cry New Dawn. Bis dann. Tschüss.